Der Talk des Tages. Herzlich willkommen auf OE24 TV bei unserem großen Talk. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Der Black Friday, der ist da. Es ist die ultimative Schnäppchenjagd, die ja jetzt endlich auch das Weihnachtsgeschäft richtig einleitet. An diesem Freitag locken natürlich tausende Geschäfte im ganzen Land, aber eben nicht nur die, sondern auch der Onlinehandel mit ultimativen Schnäppchen. Das heißt Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und da sind wir natürlich eben jetzt auch in Europa mit dabei, über diese US-Tradition an dem Freitag nach Thanksgiving, wo man eben traditionell mit der ganzen Familie endlich shoppen geht und die Weihnachtssaison mit den ersten Weihnachtsgeschenken auch einläutet. Darüber wollen wir heute reden und deswegen möchte ich natürlich auch meine Runde hier ganz herzlich begrüßen. Unter anderem mit dabei der Baulöwe und natürlich auch Shopping-Mall-Besitzer Richard Lugner. Herzlich willkommen. Ich grüße. Zu meiner Linken und Ihrer Rechten ist natürlich die Bloggerin und sie ist eben auch Werbe- und Marketing-Expertin Marie-Louise Schütz. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Auch vorstellen möchte ich natürlich meine rechte Seite, die Geschäftsführerin der Bundessparte Handel Iris Thalbauer. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und dann natürlich, wir kennen ihn schon, er hat euch wahrscheinlich auch schon gespart oder auf die Schnäppchen vielleicht begeben. Edi Finger Junior, der Sportreporter-Legende. Herzlich willkommen. Schön. Da wollen wir gleich mal anfangen. Jetzt endlich die Weihnachtssaison geht los und der Black Friday, der leitet jetzt eben diese Rabattjagd erst einmal ein. Herr Lugner, wie sieht es denn aus in der Lugner City? Gibt es richtig gute Rabatte jetzt? Also wir machen heuer das erste Mal mit, dass wir als Zentrum das bewerben. Es gibt da tolle Rabatte, aber mit den Rabatten, die es in den USA gibt, können wir nicht mithalten. In Amerika gibt es 80% und 90% Rabatte am Black Friday. Bei uns geht es bis 30, 20, 30 ist auch viel. Aber der Herr Trefelig hat mir erst unlängst gesagt, das ist der Handelsobmann Sparte Wien, sagt er, es ist ein Wahnsinn, was es gibt. Valentinstag, Ostern, Muttertag, Vatertag. Unzählige Tage, die sozusagen in das Geschäft ein bisschen Weihnachten, ankommen. Ostern und es ist einfach zu viel, weil die Leute nicht überall nachlassen können. Aber und der Onlinehandel ist für den stationären Handel überhaupt gefährlich. Deswegen machen wir heuer mit. Es gibt eben 20% und 30% Rabatt. Es ist sicher viel, aber das, was in Amerika läuft, das ist noch nicht herübergekommen. Jetzt spricht er eh schon den Onlinehandel an. 20% bis 30% machen sozusagen jetzt eher, oder beziehungsweise die Lugner City, die Geschäfte. Ist der Onlinehandel, jetzt kommst du gar nicht raus, wirklich so, oder ist es dem so möglich, noch viel, viel größere Rabatte zu geben? Ja, es ist generell die Frage, ob sich der Handel was Gutes tut bei der ganzen Rabattitis, die herrscht, hier ununterbrochen auch mitzumachen. Ja? Der Herr Lugner hat es ganz richtig gesagt, also es gibt den Black Friday, es gibt den Cyber Monday, es gibt unzählige Aktionen im Handel und man muss sich das natürlich als Handelsunternehmen auch betriebswirtschaftlich durchdenken. Wenn ich mit all meinen Produkten einen großen Rabatt gebe, ob sich das dann am Ende des Tages dann auch betriebswirtschaftlich für mich auszahlt. Wir kennen natürlich viele Unternehmen, die mit dem Black Friday speziell jetzt ein tolles Geschäft machen, aber man muss diesen Black Friday aus unserer Sicht auch klug einsetzen, nämlich als Kundenakquiseprogramm und als Kundenbindungsprogramm in weiterer Folge. Da sind wir ja auch schon beim Marketing eigentlich. Ist das alles nur ein Riesen-Marketing-Gag? Also lohnt sich das eigentlich für niemanden? Natürlich ist es sehr interessant zu sehen, wo der Black Friday bei uns angekommen ist. Auch der Cyber Monday. Der Cyber Monday, das wissen ja die wenigsten, ist jener Tag, bis zu dem Geschäfte zusagen. Wenn sie bis dahin bestellen, dann kommen ihre Produkte noch vor Weihnachten an. Und das ist natürlich schon so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass man sagt, jetzt bloß nicht die Chance verpassen, dann auch noch das Richtige unter den Weihnachtsbaum zu legen und das Ganze sogar noch günstig. Ich denke, wir müssen ein bisschen aufpassen, denn unser Konsumverhalten ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark angestiegen, gerade online. Wie wir alle wissen, wir sind am Mobiltelefon, wir shoppen nicht nur online, sondern wir shoppen impulsiv in der U-Bahn am Weg zur Arbeit. Und ich denke, da bieten sich die ein oder anderen konsumtechnischen Gefahren, was Black Friday, Cyber Monday und so weiter betrifft. Und man ist nicht mal mehr privat gefeit. Also wir sehen das ja schon bei Bloggerinnen, die ich eigentlich konsumiere wegen einem Make-up-Tutorial, habe ich dann schon die Advertorials, dass meine Lieblingswimperntusche plötzlich reduziert ist. Also er ist überall.
Eben, es gibt von Technik über Mode, Kosmetik, also es gibt ja eigentlich alles an diesem Tag oder beziehungsweise noch in den kommenden Wochen natürlich weiterführend immer wieder Rabatte. Ja, reizen dich diese Rabatte oder schaust du, ja, schon wieder? Nein, muss ehrlich sagen, also es ist keine Beleidigung an Österreich, aber unsere Rabatte sind wirklich schwach. Wenn du Amerika kennst, wenn du weißt, was die dort aufführen, der Herr Baumeister hat es richtig gesagt, das ist anders. Da gehe ich an der Sixth Avenue in der Saks und da zahle ich für ein Stück, das normal kostet $1,200, zahle ich $200. Ja, das würde auch mich reizen. Aber dass ich mit 3 Stunden anstehe, dass ich dann 15% kriege, das ist mir zu anstrengend. Und das Zweite ist, das muss ich auch sagen, obwohl ich noch mich so jung fühle, bin ich ein altmodischer Typ. Ich bin kein Fan von diesen Internet-Einkaufen. Das ist furchtbar. Ich möchte ins Geschäft gehen. Das gefällt mir, was Sie sagen. Ja, ich möchte es angreifen, ich möchte es Verkäuferin anlachen, weil es hübsch ist. Und wenn es schier ist, auch, es ist wurscht. Aber ich möchte das, für mich ist Kaufen erleben. Und nicht Internet. Internet ist kein Erlebnis. Das ist so total eine coole Sache. Also, und dann haben wir einmal gesagt, was machst du, wenn es auf der ganzen Kärntner Straße kein Geschäft mehr gibt? Wenn alle einkaufen im Internet oder wenn die Lugner City leer ist und es stehen 4 Terminals dort. Also es gehören die Geschäfte zum Einkaufen dazu. Aber natürlich steht es außer Frage, dass auch die Zeit immer begrenzter wird, um shoppen zu gehen. Vor allen Dingen, wenn man natürlich irgendwie im Job ist und man macht noch Sport und was das ganze Hobby-Repertoire eben gibt, dann will man manchmal ja nur eigentlich schnell was shoppen. Das geht ja eben am besten online mit einem Klick. Vielleicht weiß man ja eh schon das Produkt, was man will und dann noch einen guten Rabatt. Das lohnt sich doch einfach. Das läuft doch einfach auch so. Wir haben verschiedene Trends derzeit im Handel. Der eine Trend, das ist das, was du gesagt hast, das ist ganz einfach wieder zurück zum Einkaufserlebnis, zurück zur Individualisierung, zurück zum Shopping-Erlebnis. Die Leute wollen gute Fachberatung haben und individualisierte Produkte mit einem tollen Geschäft, das auch mehr bietet als das Produkt an sich. Ja? Mhm. Sondern da ist die Dienstleistung, die rundherum ist, ein ganz wichtiger Aspekt. Da sind vielleicht andere Branchen, die hineinspielen in den Handel. Das kommt auch immer stärker auf der anderen Seite. Und das ist eben dieser Digitalisierungsaspekt, den du angesprochen hast. Wir müssen, die Handelsunternehmen müssen dort sein, wo der Konsument ist. Und das ist ganz einfach einmal im Netz. Wir sind ununterbrochen online, wir informieren uns über die Produkte online. Und wir kriegen sie auch vor. Wir kriegen sie auch online, aber diese Verknüpfung zwischen online und offline, also dieser Omnichannel, das ist aus meiner Sicht, das wird immer wichtiger werden. Darf ich mal sagen, wie macht man das bei der Mode? Also zum Beispiel bei mir, ich habe schlanke Beine, wie jeder weiß, 46,5 bei Adidas. So, ich habe bestellt einmal online Schuhe, es hat nicht ein einziger gepasst. Ich gehe ins Geschäft rein, weil auch die Firmen die Größen nicht einheitlich machen. Es ist ein 45er, nicht bei jeder Firma ein 45er. Und da habe ich den Vorteil als Konsument im Geschäft. Ich gehe mit dem Schuh raus, der mir passt. Und ich habe eine Bekannte, die bestellt sich 3 Paar Schuhe, 3-mal die gleichen in 3 Größen. Habe ich gesagt, da wird doch die Online-Firma deppert, weil sie schickt ja 2 wieder zurück. Genau. Also es ist ein postalischer Handel, das ist ja nicht lustig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und auch der ökologische Fußabdruck ist natürlich dementsprechend groß. Und diese Firmen, die Sie ansprechen, die sind auch betriebswirtschaftlich sicher nicht gut unterwegs. Weil wenn ich 5 verschiedene Größen bestelle in 5 Farben und 4 zurückschicke, dann ist das natürlich schon ein Problem. Aber da sind 2 wichtige Punkte, auf die ich kommen möchte. Eines würde ich gerne die erste Frage nochmal an Herrn Lugner stellen. Gibt es denn die Erfahrungswerte dahingehend, dass viele zu Ihnen kommen, Dinge probieren, Schuhe und dann aber nicht kaufen, sondern die Leistung in Anspruch nehmen, zum Beispiel der Beratung und dann eben beim Online das Schnäppchen machen? Na, schauen Sie, zum Beispiel H&M ist ins Schleudern gekommen, weil die einfach einen riesigen Online-Handel haben und auf der anderen Seite haben sie 60 Filialen. Und wenn man in die Filiale geht und irgendwas will, was man in der Werbung sieht, sagen wir, das haben wir nicht lagernd. Wenn sie es online bestellen, kriegen sie es morgen. Und wenn sie es in der Filiale, haben wir es nächste Woche. Und die haben vorher gesehen bei mir
einen 17%iges Umsatzminus gemacht. Heuer sind schon ein bisschen vernünftiger geworden und haben weniger Minus, aber noch immer. Und das ist das Problem. Und zum Beispiel C&A fährt eine andere Linie, die geben ununterbrochen viel Rabatte und die legen zu im Umsatz. Und das ist einfach, und der Handel hat den Nachteil, um den sich immer kämpft, dass am Sonntag kauft man online mit super Rabatten am Sonntag noch zusätzlich und die Käfte dürfen nicht aufsperren, weil die Behörde meint, am Sonntag muss zu sein. Und das ist die Frage, was geht es den Staat an, wann wer arbeitet? Das sind wir bei einer anderen Diskussion. Ich weiß, dass Sie diese lieben und durchsetzen wollen, natürlich, das Einkaufen am Sonntag. Aber glauben Sie denn, dass viele Kunden zu Ihnen halt kommen, um die Beratung zu genießen, aber dann eben nicht kaufen, sondern das eben... Das kommt vor, freilich kommt das vor. Aber die Einkaufszentren, wie es der Herr Finger schon gesagt hat, die versuchen ja mit allen möglichen Dingen, wir waren da immer schon stark. Wir haben 34 Gastronomiebetriebe. Und Essen kann man halt nicht bei online, da muss man schon ins Lokal gehen. Und dann haben wir ein Fitnesscenter und wir haben einen Schönheitsarzt bei uns. Wir siedeln jetzt, und das machen nicht nur wir, siedeln Käfte an, wo man also auch hinkommen muss ins Einkaufszentrum. Und dann besteht die Hoffnung, dass sie dann das auch einkaufen. Sie wollten kurz was sagen? Ich wollte ganz kurz sagen, weil Sie den Beratungsdiebstahl angesprochen haben. Wir haben das in einer Studie erhoben. Natürlich gibt es Konsumenten, die sich stationär informieren und online kaufen, aber der weitaus überwiegende Teil ist umgekehrt. Die Konsumenten informieren sich online und gehen dann stationär einkaufen. Also das ist 7 oder 8 Mal größer. Sehe ich auch einen Trend, also einfach in diesem Showroom-Konzept, dass ich sage, gut, die Pre-Recherche, die mache ich online, wo ich mich, egal ob es mit Zusammensetzungen, Inhaltsstoffen oder Trends auseinandersetze, dann schaue ich offline vorbei und überzeuge mich wirklich nochmal haptisch von dem Produkt, passt das so zu mir, und dann fällt die Kaufentscheidung. Und da denke ich einmal, müssen wir an modernen Solutions arbeiten, wie man sagt, gut, jetzt ist der User oder der Käufer im Shop drinnen. Wie lese ich das aus, ob die Kaufentscheidung aufgrund der Beratung vor Ort gefallen ist oder schon längst online, weil mit diesem Beratungsdiebstahl dann daheim, der Checkout, da weiß ich dann nicht wirklich, wo ist die Kaufentscheidung getroffen worden. Aber es ist nicht nur Beratungsdiebstahl, wenn ich das sagen darf. Ich weiß von meiner Freundin, die liebt Jimmy-Choo-Schuhe. Also jetzt kann man ja sagen, es ist ja kein Billigprodukt. Die schauen im Internet ganz anders aus als am Fuß. Und ich sage immer, wir gehen hin und wir probieren es und dann wissen wir, was wir haben. Weil auf einem Foto, ein Schuh, du wirst es besser wissen als ich, ist ganz schwer zu fotografieren. Das ist schwer. Und deswegen glaube ich, jetzt werden sich die Geschäfte, die wird es immer geben. Aber der Onlinehandel setzt uns natürlich stark zu. Wir haben seit 3 Jahren jedes Jahr ein Minus gefahren von 3% ungefähr. In 3, 4 Jahren haben wir 9% Minus. Das nimmt uns der Onlinehandel weg. Heuer haben wir es geschafft, ins Plus zu kommen, weil wir halt die verschiedensten Maßnahmen ergreifen und auch die Firmen, die bei uns angesiedelt sind, dass wir die Leute wieder ins Geschäft kriegen. Aber der Onlinehandel ist für den stationären Handel gefährlich. Und in Amerika gibt es angeblich schon Einkaufszentren, wo diese zusperren, weil die Leute nicht mehr einkaufen kommen. Ja, auf den Preisdruck möchten wir natürlich auch gleich nochmal zurückkommen. Vor allen Dingen auch, lohnen sich die Rabatte denn tatsächlich oder wird der Kunde nicht doch getäuscht durch das große Minus vor den 20% oder 30%? Und natürlich auch, wo gehen eigentlich eben die Einkaufstrends hin? Nach einer ganz kurzen Werbepause sind wir wieder zurück. Bleiben Sie also dran. Der Talk des Tages. Herzlich willkommen zurück hier auf OE24TV. Ja, wir sind schon ein bisschen im Shopping-Wahn. Wir haben gehört, die Rabatte, die locken jetzt eben wieder, seit eben Black Friday jetzt ist und natürlich das Weihnachtsgeschäft jetzt so richtig Fahrt aufnimmt. Aber es gibt natürlich auch einen großen Preisdruck. Einmal Onlinehandel versus Einzelhandel, andererseits zwischen den einzelnen Konkurrenten, die die gleichen Produkte anbieten. Wie macht man es denn nur richtig? Wie groß ist denn eigentlich der Druck? Um zu sagen, der Druck mit den Rabatten, nehmen Sie Rewe und Spar her. Die haben einmal in der Woche was mit minus 25%.
Am Mittwoch und am Samstag und Freitag, Samstag geben es Rabatte und unter der Woche kauft man normal ein und da fragt man sich, gut, das ist immer auf Produktgruppen diese Rabatte, aber wenn man lang genug wartet, dann kriegt man alles um 25% billiger. Und das ist irgendwann einmal ein Wahnsinn, weil das sicher, es kann nicht sein, auf der einen Seite kaufe ich es um einen normalen Preis und dann am aber Sonntag. Aber da fragt man sich ja auch, ist das überhaupt noch der normale Preis, wenn eh immer wieder Rabatte sind? Also was ist der normale Preis? Genau. Wie findet man den raus, vor allen Dingen? Naja, in Österreich ist alles teurer wie im Vergleich zu Deutschland. Aber da sagt man halt, Österreich ist ein kleines Land und die Transportwege in den Alpen und so weiter sind schwierig. Aber ob das wahr ist, glaube ich nicht, weil es gibt so viele Autobahnen, die überall hinfahren. Naja, aber speziell, also da muss ich Ihnen schon ein bisschen widersprechen, Herr Lungner, weil speziell im Lebensmittelbereich haben wir im Vergleich zu Deutschland, wo der Handel ja immer wieder unter Kritik steht, dass die Preise um einiges höher sind, wir haben einen ganz anderen Qualitätsanspruch. Die Österreicher stehen auf die Bio-Schiene und Bio ist halt einmal um einiges teurer, auch in der Herstellung. Als die Produkte in Deutschland und damit also sind noch vielfach andere Argumente, allein was das Einkaufsvolumen betrifft. Ja? Also Deutschland ist ein 10-mal größerer Markt als Österreich und dadurch lassen sich die Preise und Preisunterschiede argumentieren. Wie der Müller bei uns die Filiale gebaut hat, der Müller ist ein deutsches Unternehmen und die Filiale machen, waren Deutsche. Und die sind alle, am Wochenende haben sie eingekauft, die Qualität Lebensmittel, die es bei uns gibt. Bei uns sind wir haben Merkur mit 250 verschiedenen Käsesorten. Ja. Und es gibt einfach eine breite Palette und sagt er, das gibt es in Deutschland nicht. Und der hat jedes Wochen hat er eingekauft, Lebensmittel und hat es mit nach Ulm genommen. Aber die Frage ist ja bei den Rabatten, was bringt einen denn eigentlich so richtig zur Kaufentscheidung und vor allen Dingen, wann macht es einen denn glücklich? Es sind ja doch die Rabatte. Nein, ich kann es ja von mir sagen, ich bin ja meistens der zahlt, also für Kind und Freundin. Ich bin immer glücklich, wenn ich mir Geld erspare, wenn meine Freundin einkaufen geht. Das ist so, klingt deppert, ist aber so. Und natürlich sind diese Rabatte schon ein unheimlicher Kauffaktor. In Amerika machen sie das oft, was bei uns fast nicht der Fall ist. Kauf eins, zahlst du so viel. Kaufst du zwei, zahlst du so viel. Kaufst du drei. Also damit heizen sie das richtig an. Kauf nicht ein Leiberl, kauf drei Leiberl oder so etwas. Das macht schon glücklich. Aber wenn man oft Frauen sieht beim Einkaufen, und das ist jetzt nicht sexistisch, aber Frauen sind die besseren Käufer als die Männer. Nicht? Der Mann steht mehr. Die Frauen, die kämpfen richtig, die wühlen sich in die Sache rein. Die haben, ich glaube, die haben richtige Glücksgefühle. Da merkt man so Strahlen. Man ist ja drei Frauen, ich weiß es ja. Ja, ich streue sie jetzt schon bei den Gedanken. Oh, ohne Schnäppchen. Ja, ich habe zwei Töchter und zwei Söhne. Und meine Söhne haben sich fürs Einkaufen nie interessiert. Und die Jackie, die geht in ein Geschäft rein und da schiebt man die Kleider bügeln. Und wir Männer, wir schauen ja gar nicht, was gibt es alles an Angebot. Wir kaufen rucki zucki. Ich bin froh, wenn ich wieder draußen bin. Und die Frauen genießen das einzukaufen. Frauen und Männer sind einfach unterschiedliche Wesen. Und shoppen ist die Qualität, wo die Frauen besser sind. Ich habe, wie die Lugner City eröffnet habe ich eine Zentrumsleiterin gehabt. Und die Lugner City gäbe es nicht in der Form, wenn ich die nicht gehabt hätte. Weil ich habe überhaupt von nichts Ahnung gehabt. Ich habe nicht gewusst, was ist DM, Pippa und was ich und alle. Und die hat mir gesagt, das brauchen wir und das brauchen wir. Welche Firma wir hinein? Und das hat sie hervorragend gemacht. Die Frauen sind einfach auf dem Gebiet unschlagbar oder wesentlich uns Männern überlegen. Aber beim Jagdinstinkt, beim Shoppen, da kommt es natürlich auch darauf an, wie denn ein Produkt beworben wird, wie die Marketingstrategie ist. Und man lässt sich da ganz viel einfallen, auch innerhalb der Geschäfte. Da hat man natürlich ein ganz anderes Einkaufsfeeling als online. Da gibt es bestimmte Wege, die strategisch geplant werden. Es gibt Düfte, es gibt Farben.
Wie schafft man denn diesen Anreiz so am optimalsten sozusagen? Also ich kann jetzt nur für den Online-Bereich sprechen. Ich bin leidenschaftliche Online-Shopperin, wobei bei mir ist es eher so, ich warte eher das Jahr über zu, also ich konsumiere sehr bewusst und ich warte zu, bis dann eine Aktion zum Beispiel kommt. Es gibt dann natürlich wieder die andere Art von Mensch, der kauft sowieso und dann erst recht. Bei mir ist es eher so, ich reduziere meinen Konsum das ganze Jahr über, bis wir dann eben in so eine Schnäppchenphase kommen. Am meisten profitieren von Black Friday, finde ich, die Werbeagenturen. Denn wenn man sich anschaut, was Online-Shops für Kampagnen fahren, also mit Kooperationen mit eben Bloggern, Influencern, aber auch mit dem Offline-Handel, dann ist da wirklich, denke ich, unfassbar viel Budget im Laufen. Was ich bemerke ist, dass vor allem der Zeitfaktor etwas ist, mit dem sehr stark geworben wird, nach der Preisersparnis natürlich. Das heißt, wir sehen gerade zum Beispiel jetzt im Einzelhandel, im Online-Einzelhandel, dass wir die Wunschlisten wieder reaktiviert haben. Das heißt, man kann schon eine Woche vorher auf seine Black Friday-Wunschliste Produkte speichern und geht dann beim Black Friday nur noch online, sobald er begonnen hat und macht seinen Checkout. Man kann im Vorhinein schon die Zahlungsdaten hinterlegen, alles ist fertig und man drückt eigentlich nur noch auf den Knopf. Und das finde ich dann schon wieder sehr, sehr interessant, denn was hat denn das dann direkt noch mit dem Black Friday zu tun? Ist es dann wirklich nur noch dieser Checkout oder um was geht es dann in der ganzen Sache? Der Onlinehandel, der ist aber differenziert zu betrachten. Der Meinung sind Sie definitiv. Absolut, weil ich denke, speziell in den heutigen Zeiten und auch in der Zukunft, es wird die Digitalisierung immer wichtiger und es wird diese Verknüpfung der Kanäle immer wichtiger werden. Und online ist ganz einfach die Zukunft. Das, was uns in der Wirtschaftskammerorganisation so stört, und mich persönlich auch, sind diese ungleichen Wettbewerbsbedingungen, die herrschen zwischen dem österreichischen stationären und Onlinehandel gegenüber dem ausländischen Onlinehandel. Denken Sie an die Steuern, denken Sie an die Abgaben, denken Sie an die Zölle, die Pakete werden unterdeklariert oder falsch deklariert. Und da steht der österreichische Onlinehandel und stationärer Handel einer Marktmacht gegenüber von globalen Playern, die noch dazu keinen einzigen Steuereuro in Österreich lassen. Und das ist ganz einfach standortschädlich. Und da muss ich auf europäischer Ebene, und ich gehe sogar so weit zu sagen, auf internationaler Ebene sehr schnell was tun. Also gleiches Recht für alle, gleiche Abgaben, zumindest was die Länder betrifft. Es gehört das internationale Steuerrecht geändert auf OECD-Ebene. Es muss in Europa was passieren und wir müssen aufpassen, dass es auf keinen Fall zu keinen österreichischen nationalen Alleingängen kommt. In dem Bereich. Da kommt auch natürlich noch, das ist also mein Bereich, der Sport, das ganze Sportwettgeschäft im Internet dazu. Das geht ja auch an Österreich vorbei. Nicht? Heute kann ja jeder spielen und einsetzen, whatever, und er zahlt zahlen keine Steuern. Das ist wirklich richtig. Mhm. Das kann man, aber das kann der Österreich nicht lösen. Nein. Das muss die EU lösen oder überhaupt global. International. Ja, genau. Über die OECD. Das ist der Skandal, habe ich gestern in der Zeitung gelesen, mit Sportwetten. Da schauen wir mal, was da sich da noch entwickelt. Wo Geld ist, ja, und Geld fließt und gewettet wird. Ich weiß auch, der Spieler gewettet, wohin er verkauft wird. Da gibt es immer kleine Unrechnungen. Aber im Grunde sind die Wetten, das muss ich ehrlich sagen, egal ob Internet oder in Österreich, sehr korrekt und sehr fair. Das ist Österreich vorbildlich. Aber kommen wir nicht vom Thema ab, sondern natürlich steht eigentlich Österreich zum Beispiel der USA in Dingen etwas nach, wenn es um dieses Shopping geht. Du hast es schon angesprochen, die hauen da die Preise raus, die Schleuderpreise oder die maximalen Rabatte, dass die Dinge, die man kauft, wo man sich echt denkt, hat das noch einen Wert. Aber ist das dann das ganz Besondere, dieses Shopping-Gefühl, was du vorhin auch meinst, dass man sich freut, gespart zu haben? Die Amerikaner haben überhaupt eine andere Einstellung zum Verkaufen. Die Amerikaner halten alle Europäer für deppert, dass sie die Geschäfte so viele Stunden nicht aufsperren. Weil sie sagen, wenn man ein Geschäft nicht aufsperrt, kann man nichts verkaufen. Also die haben eine ganz andere Einstellung zum Kaufen, zum Verkaufen. Die wollen den Kunden alles andere, was es gibt. Und das jeden Tag, weißt du, wie viele Einkaufszentren es gibt in Los Angeles? 24 hours, 7 days a week. Bei uns, wenn es das sagt, kriegt der Gewerkschaftspräsident einen Herzinfarkt. Aber dort ist das üblich. Ne? Und das weiß der Baumer, wir haben über das schon oft geredet. Also wenn ich was zum Reden hätte, habe ich leider nicht. Ich würde sagen, macht es auf, verkauft es, macht es euer Geschäft. Wenn die freiwillig wollen, nicht zwingen. Ja.
Und sie werden es ja eh nur machen, wenn es ein Geschäft ist. Ne? Und es gibt auch viele Freunde von mir, das muss ich sagen, es gibt auch Leute, die aus religiösen Gründen sagen, ich möchte an gewissen Tagen nicht aufmachen. Und der arbeitet an dem Tag nicht, obwohl er dürfte. Also es machen sich auch die Leute in Österreich oft selbst ihre eigenen Beschränkungen. Also der Österreicher ist vielleicht oft ein bisschen wiffer, als manche glauben. Die Frage ist natürlich, bleibt das Ganze eigentlich rentabel? Lohnen sich die Rabatte? Lohnt sich zum Beispiel ein 24-7-Opening-Geschäft? Denn man muss ja auch die Leute bezahlen und das muss ja auch irgendwo im Vergleich stehen zu dem, was eingekauft wird. Schauen Sie, da gibt es in Schopron gibt's ein Geschäft, das ist 24 Stunden offen und da habe ich unlängst mit wem geredet, der war in Klagenfurt und ist nach Wien gefahren und sagt, der Esser, ich brauche fürs Wochenende noch was, ist über Schopron gefahren um 2 in der Nacht und hat sich alles gekauft, waren Lebensmittel. Und das, aber wie bemessen Sie denn die Rabatte zum Beispiel? Ja, ich selber habe ja kein Geschäft, ja. Aber die Rabatte, es ist eben die Frage, man muss sicher durchschnittlich ein höheres Preisniveau haben, damit man sich die Rabatte leisten kann. Anders geht es nicht. Wir haben eine starke Rabattaktion in der Gastronomie. Wir haben zweimal im Jahr an einem Tag 50% auf Essen und Getränke. Da machen alle Geschäfte mit. Und da gibt es manche, der dort dann ein paar Tisch wegstellen, dass er nicht so viel nachlassen muss. Wobei es aber grundsätzlich ein Geschäft ist, weil der Umsatz wesentlich höher ist. Und die Leute stehen angestellt, eine Stunde oft und eineinhalb Stunden. Nachmittag, Vormittag ist wenig los, aber dann kommen sie drauf, dass wir offen haben und das funktioniert. Und das ist aber eine Werbung, dass die Leute die Geschäfte kennenlernen und dann wiederkommen. Und das ist meiner Meinung nach das Richtige. Wir bewerben es stark, wir bewerben es in 3 Tageszeitungen auf der Seite 1. Und es funktioniert. Und es funktioniert sehr gut. Aber es gibt auch wieder ein Restaurant, wo keine Leute drin sind und dort gehen die Leute auch nicht hinein, wenn es 50% gibt. Na, das stimmt wohl. Aber nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung, da wollen wir noch ein bisschen näher drauf eingehen, welche Kauftrends es jetzt eigentlich gibt und vor allen Dingen, ob diese Konsumgesellschaft denn eigentlich normal ist und vor allen Dingen natürlich, was jetzt uns erwartet, wenn das große Weihnachtsgeschäft jetzt losgeht. Bleiben Sie also dran. Der Talk des Tages. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem großen Talk zum Black Friday und natürlich auch zur Konsumgesellschaft. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, nämlich die Debatte des Online-Kaufens, des Mehrkaufens, weil man sich ja auch unsicher ist, passt das jetzt wirklich, steht mir die Farbe, passen die Schuhe und dann schickt man es eben wieder zurück. Allerdings, da gibt es ja eben auch einen Trend, dass man oder die junge Generation erstmal nur bestellt, Fotos macht und man will gar nicht die Sachen, die man da eben gekauft hat, sondern schickt sie wieder zurück. Was ist denn mit dieser Problematik, die sich da irgendwie auftut? Das nützt ja dann irgendwie keinem was, außer dass vielleicht die Influencer dann vielleicht den Markt ankurbeln, also neue Werbestrategien so. Ja, natürlich sind die Retouren sind ein Riesenthema im Onlinehandel. Das ist überhaupt keine Frage. Noch dazu habe ich ja als Konsument im Onlinehandel ganz andere Rückgaberechte, als es im stationären Handel ist. Da müsste ich als stationärer Handel ja die Dinge gar nicht zurücknehmen. Das macht der stationäre Handel nur aus Goodwill und im Online-Bereich muss ich das tun. Und das muss ich mir als Onlinehändler natürlich ganz genau anschauen und ausrechnen, ob sich das Online-Geschäft dann überhaupt auch rentiert. Wir haben vorher von den Schuhen gesprochen, die in 5 Größen teilweise bestellt werden und zurückgeschickt werden. Und gute Onliner machen das über ganz genaue Produktbeschreibungen, über Produktfotos, da weißt du sicher besser Bescheid, um eben diese Retourenquote so minimal wie möglich zu halten. Das, wo wir schon sehr dagegen sind, ist auch dieser Trend, dass die Produkte dann benutzt werden und wieder zurückgeschickt werden. Und da gibt es jetzt auf EU-Ebene Gott sei Dank einen Gesetzesentwurf und ich hoffe, dass der so durchgeht, dass hier für den Handel auf alle Fälle die Möglichkeit besteht, das Geschäft dann zurückzuweisen.
Ja, da möchte ich mich anschließen. Mhm. Und zwar gerade im Fashion-Bereich. Also wenn man vor ein paar Jahren noch online eingekauft hat, dann gab es da vielleicht 4, 5 Bilder von dem Produkt. Da wurde wahrscheinlich noch im Photoshop ein Filter drüber gelegt und die Materialbeschaffenheit ein bisschen verändert. Und da geht der Trend wirklich ganz stark weg davon. Also wir haben bei verschiedenen wirklich großen Online-Stores nicht nur Produktvideos oder Videos, wo das Produkt wirklich hergezeigt wird. Also fast wie wenn es eine Freundin präsentieren wollen würde. Mhm. Wirkliche Close-ups auf das Material. Wir haben Informationen, so wie dehnfähig ist das Produkt, von welchem Maßen bis zu welchem Maßen, an welche Körperstelle passt das. Und da ist dann natürlich der Konsument schon ein bisschen in der Bringschuld, seine Maße zu nehmen und so weiter, dann wird das auch passen. Was du angesprochen hast, dass wir die Retouren haben, das haben wir im Offline-Shopping auch. Also da gibt es ja auch jene Konsumenten, die sich die Produkte holen, dann in Ruhe zu Hause mal anprobieren oder ein paar Fotos machen, vielleicht sogar ein Shooting, je nach Branche verschieden, und die dann retournieren. Also ich denke, das werden wir überall haben. Ja. Schon, aber da gibt es einen großen gesetzlichen Unterschied, weil im Online-Bereich als Händler bin ich verpflichtet, die Waren zurückzunehmen 14 Tage lang. Und im stationären Bereich muss ich das nicht machen. Es gibt kein Umtauschrecht im stationären Handel. Obwohl es natürlich in der Praxis stattfindet. Trotzdem stattfindet, um wahrscheinlich auch konkurrenzfähig zu bleiben. Natürlich, es ist natürlich, der Kunde ist König. Der Kunde ist König, aber tut denn so viel Konsum unserer Gesellschaft eigentlich gut? Ich muss auch sagen, ich kann mir die Gesellschaft ohne Konsum gar nicht vorstellen. Ich finde, konsumieren ist eine geile Geschichte. Ich meine, ich gehe in die Stadt rein mit meiner Partnerin, wir schauen uns Dinge an, ich finde, es ist schön. Wir überlegen uns, kaufen wir das oder kaufen wir uns das nicht oder schauen wir zu dem. Ich finde, einkaufen ist auch ein Erlebnis. Ich finde, das gehört dazu. Natürlich, übermäßiger Konsum wäre übertrieben. Aber da gibt es ja Gott sei Dank die finanziellen Grenzen, die jeder hat. Bei mir ein bisschen enger, bei den anderen ein bisschen weiter. Und deswegen denkt man ja nach. Aber ich finde, Konsum ist ja nichts Böses. Also ich mag es. Ich bin einer, der gern konsumiert. Wie man sieht, in allen Bereichen. Aber es kann natürlich auch irgendwo stressig werden. Sie haben schon angesprochen ein bisschen, dass natürlich die Frauen mehr die Jäger sind. Für Männer ist es eher schon auch ein Stressfaktor, dieser Konsum und dieses Finden. Es muss schnell gehen. Es ist grundsätzlich richtig. Gehen Sie in irgendein Kleiderhaus oder was? Da gibt es schon Stockerl, wo die Männer sitzen, während die Frauen eine halbe Stunde lang die verschiedensten Dinge probieren. Das gibt's schon. Und ich bin auch einer, der nicht so sehr in der Beratung aktiv ist, weil ich eh nichts verstehe und sitze auch gern dort. Und wenn ich einen Klick habe, habe ich eine Zeitung mit und kann Zeitung lesen, während die Frau probiert. Aber merken Sie denn in den Jahren, die Sie jetzt auch schon die Lugner City haben, eine Veränderung in diesem ganzen Konsumverhalten allgemein? Wird mehr gekauft? Naja. Und mehr zurückgebracht vielleicht auch? Also, was das Problem ist, aber das... Wir haben einfach einen stagnierenden Plafond beim Handel, weil der Onlinehandel einfach uns was wegnimmt. Und jetzt kann man nicht sagen, es wird mehr gekauft, weil wir verlieren natürlich an den Onlinehandel. Und das ist das Problem. Aber es gibt jetzt irgendwo in Deutschland, glaube ich, gibt es irgendein Geschäft mit 4000 Quadratmeter, wo man im Online einkauft. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und dann dorthin geht, sich das abholt und probieren kann und kann dann verschiedene Größen aussuchen. Und das hat scheinbar Öffnungszeiten ohne Begrenzung, weil sie nichts verkaufen, sondern es wird im Online gekauft und dann wird dort probiert. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Das habe ich unlängst bei einem Seminar gehört. Das glaube ich schon, weil ich habe das gesehen. Ich bin im Schwarzen Kamel gesessen und das ist ja gegenüber der Prada. Und da kommen ja Unmengen von asiatischen Menschen, die stürmen dort hinein. Und da haben sie mir gesagt, die machen das deswegen, die sehen das alles im Internet und dann wollen sie die Taschen einmal angreifen, bevor sie es kaufen. Ich habe aber nicht gefragt, ich habe mich nicht vorbereitet auf die Sendung, ob sie die Tasche im Internet kaufen oder dort. Aber der Hauptgrund ist, sie wollen das Ding, was sie sehen im Internet, wollen sie einmal original sehen. Aber ist das nicht ein bisschen krank, auch dieses Draufstürmen? Ich meine, beim Online kriegt man es nicht so mit, aber da ist dieser Trend ja durch eBay, dieses, jetzt ist es meins, ne, gekommen ursprünglich. Jetzt bekommt man das bei den Rabatten natürlich nicht ganz so mit, außer dass die Zeit zum Beispiel jetzt runterzählt zum Cyber Monday auch wieder oder das der Rabatt läuft da und da aus. Im normalen Geschäft ist das ja schon auch ein bisschen krank, wenn diese ganzen Massen vor Türen stehen und dann gehen auf und alles stürmt rein. Das ist doch, ist das normal?
Ja, wenn die Werbung funktioniert, dann kommen die Leute. Ja. Und wir machen auch viel Werbung und mit Werbung erreicht man schon was. Wir hatten ja 4 Sonntage offen bei der Europäischen Fußballmeisterschaft, die auch in Wien stattgefunden hat. Und wir haben 79% mehr Umsatz gemacht in den 6 Stunden am Sonntag als in derselben Woche sonst. Und bei 45% der Geschäfte waren diese 6 Stunden von 12 bis 18 Uhr waren besser als manche Tage. Also bei 45% war es der beste Tag von allen 7 Tagen. Und dann hat jemand gesagt von der Kammer, ich will seinen Namen nicht sagen, na gut, war kein Wunder, der Lugner hat ja Werbung gemacht. Ja, das mag sein. Ich weiß jetzt auch nicht, wer das war. Das ist schon ein paar Jahre her, die Fußball-EM. Ich will es nicht sagen. Aber um auf diesen Kaufwahn zurückzukommen, ja, den Sie vorher angesprochen haben, also wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann können wir nicht feststellen, dass so die absolute Konsumwut in Österreich ausgebrochen sind, weil die Umsatzzahlen im Handel in den letzten Jahren, so wie der Herr Lugner gesagt hat, die sind jetzt nicht so exorbitant steigend. Im Gegenteil, also viele Branchen haben es ganz schwer derzeit und haben eher mit Umsatzrückgängen zu kämpfen, beziehungsweise mit stagnierenden Umsätzen. Ja. Braucht man dann deswegen genau diese neuen Rabattaktion, nenne ich jetzt mal alle möglichen Tage, die wir da mit involviert haben? Das ist eine Marketingfrage, also da würde die Marketing-Expertin. Also prinzipiell online und offline geht mittlerweile sehr stark Hand in Hand. Ja. Und es kommt natürlich auch auf die Branche an. Mir kommt vor, wir sind sehr stark im Fashion-Segment. Wir sprechen immer von Probieren und so weiter. Und was ich einfach sehr interessant finde, ist vor allem diese klassischen Daily-Verbrauchsgüter, die wir haben. Die Zahnpasta, die Küchenrolle, das Putzmittel und so weiter. Da tut es mir jedes Mal im Kreuz weh, wenn ich rausgehe vom Einkaufen mit den Reinigungsmitteln, mit dem Waschpulver und so weiter. Da schätze ich den Online-Handel schon sehr, dass ich auf den Knopf drücke und theoretisch am gleichen Tag mir ein Bote noch das nach Hause bringt. Jemand anderes also, muss es dann tragen. Ja, natürlich. Aber vor allem auch einfach, dass ich das zentral verwalte, dass ich online meine Einkaufsliste habe und sage, gut, die ganze Familie kann auf diese Einkaufsliste Dinge ziehen, die Ihnen gerade aufgefallen sind, die bei uns aus sind. Also das finde ich einen wahnsinnig nützlichen und schönen Aspekt. Und im Fashion-Bereich, ich glaube, da kommt es wirklich auf persönliche Vorlieben an. Konsumiert man prinzipiell mehr oder weniger? Spricht man auf Rabatte an oder nicht? Ist man ein Rabattmarken- oder Rabattkartensammler oder nicht. Ich glaube, da dürfen wir gar nicht so viel verallgemeinern, weil was ich nicht glücklich bin ohne den Konsum, das werde ich mit dem Black Friday auch nicht. Wäre denn das eine Möglichkeit eben für dich? Du sagst ja, der Onlinehandel ist nicht so deins, aber wenn du jetzt zum Beispiel eben normal einkaufen würdest, jemand liefert dir das schon erledigt. Naja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß ja nicht einmal die Preise. Jetzt bestelle ich einmal einen Liter, weiß ich nicht, die Xani, ich weiß gar nicht, was der kostet. Mir ist das wurscht, weil ich gehe rein und kaufe ihn und denke mir, das wird schon billig sein. Genau so, ich habe von den Preisen kaum. Genau, das ist unser Nachteil. Die Männer sind da nicht so wir am letzten Punkt. Wir sind nicht versiert und informiert nicht. Aber vielleicht auch, weil sie jetzt das Portemonnaie nicht zusammenhalten müssen, sondern eben egal ist, ob die Milch 1,19 Euro kostet oder 1,49 Euro. Ja. Für viele ist das ja schon eine Kaufentscheidung. Nein, aber ich will nicht sagen, aber wenn man die Preise nicht kennt, kann man vom Preis ja keine Entscheidung. Ich kaufe halt ein, wenn es 15% gibt, aber ich weiß nicht, ob das ein guter Preis ist. Ob die Ausgangsbasis hoch oder nieder ist. Wir haben einmal gemacht im ORF in einer Umfrage intern. Preise. Was kostet ein Ei? Was kostet ein Achtel Butter? Was kostet ein Liter Milch? Tränen gelacht. Es hat nur, die Frauen haben es alle gewusst, die Männer haben die blödesten Antworten gegeben, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen. Deswegen glaube ich, dass das ist kein Verkaufsargument. Aber ein Argument sind für mich die billigen Preise, auch am Black Friday, dass die Wienerinnen und Wiener nicht nach Schopron fahren, sondern in Wien einkaufen. Und das ist, glaube ich, für unsere Wirtschaft wichtig. Dass sie sagen, wir bleiben da, wir fahren nicht nach Bratislava, wir fahren nicht nach Schopron. Wir fahren am Sonntag nach Bratislava, nach Schopron, nach Kleinhausen. Ich habe so geschaut, jetzt würden Sie gerne noch weiter zu was sagen. Wenn Sie, wenn wir vorher über die Güter des täglichen Bedarfs gesprochen haben, also über die Zahnpasta und so weiter, also wo ich ja wirklich kein Shopping-Erlebnis habe in dem Sinn,
ich bin überzeugt, dass sich da in den nächsten Jahren schon sehr viel tun wird im Online-Bereich, wenn die Problematik mit der Logistik und mit der Kühlung geklärt ist endgültig. Und das ist natürlich für die großen Lebensmittelhändler, also wenn Sie sich die großen Lebensmittelhändler, die sind startklar ansehen, die haben alle ihre Online-Shops. Amazon steht vor der Tür, wenn wir schauen, was die machen. Mit der Drohnenlieferung? Mit dem, also da wird einiges passieren. Und da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch vieles erleben. Nur bis jetzt ist es, muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen, 1% der Lebensmittel derzeit wird online verkauft. Also, aber da wird viel passieren, da gewinnen Rechner. Zum Beispiel der Merkur hat einen Lebensmittelhandel gehabt und wir waren eine der Filialen, wo der Merkur ist im Untergeschoss und im Erdgeschoss hat er eine Fleischerei gehabt, die hat er aufgelassen und dort hat man sich die Lebensmittel abholen können. Merkur hat den ganzen Onlinehandel eingestellt und macht von Rewe nur mehr Pilla. Und Merkur hat aufgehört. Einfach Schluss, aus, rentiert sich nicht, machen wir nicht. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen jetzt am Ende kurz zum Weihnachtsgeschäft, nämlich das läuten wir eben ja mit diesem Black Friday ein. Und da fragt sich natürlich der ein oder andere eben, wann kaufe ich denn? Es gibt ja beim Weihnachtsgeschäft sowieso, vielleicht bei Ihnen vermutlich, dass Sie am 24. nochmal schauen, was das heißt. Am 24. nicht mehr, aber am 23. Der 23. ist, wenn es nicht der Sonntag ist, ist das stärkste Geschäft überhaupt in der Im ganzen Jahr ist es der Tag, wo einfach das meiste gekauft wird und wo die Garage 10-mal die Plätze gewechselt werden an dem Tag. Wahnsinn. Das Weihnachtsgeschäft steht also an und die Frage ist natürlich auch da, wann kauft man denn? Das ist ja wie bei so einem Urlaub buchen. Sozusagen Frühbucherrabatt oder Last Minute, was lohnt sich wirklich mehr? Naja, also auch hier haben wir eine Befragung. Es ist ganz individuell. Ja. Es ist in den letzten Jahren bemerkbar, dass die Delayed-Shopper, also die in der zweiten, dritten Hälfte des Dezembers kaufen, zunehmen. Viele nutzen natürlich den Black Friday jetzt schon, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Das Volumen des Black Fridays, wir haben es glaube ich ganz am Anfang gesagt, hält sich in Grenzen. Das sind ungefähr um die 100 Millionen Euro. Weihnachtsgeschäft, dass man so ein bisschen eine Relation hat, sind 65 Milliarden Euro. In Österreich? In Österreich, ja. Und 66 Milliarden Euro insgesamt setzt der Handel um. Also auch das Weihnachtsgeschäft, das sind 2% des Gesamtumsatzes. Also es ist wichtig, aber wie gesagt, Black Friday ist jetzt von der Dimension her noch eher gering. Wann eingekauft wird, ich glaube, das hängt ganz individuell von den Bedürfnissen der Konsumenten ab. Du wirst wahrscheinlich sehr viel online einkaufen, schätze ich mal. Auch ich wäre teilweise online einkaufen, natürlich im österreichischen Onlinehandel, aber dieses Shopping-Erlebnis mit der wunderschönen Weihnachtsbeleuchtung, das wollen sich doch viele nicht nehmen und werden dann halt doch sehr viel im stationären Handel einkaufen. Ich denke, das verhält sich wie mit den Weihnachtsmärkten. Ich kann mir den Punsch auch daheim machen, aber ich gehe dann trotzdem auf den Christkindlmarkt einfach das heißt, für das Ganze drumherum. Sie kaufen dann beim Weihnachtsgeschäft eben durch die anderen Anreize, durch Punsch und Kekse und alles, was es noch so gibt, eben auch im Einzelhandel. Ja, ich denke, es wird ein gesunder Mix machen. Ich denke, die komplette Vorweihnachtszeit damit zu verbringen, dass ich mein Geld ausgebe für Dinge, die andere Person wahrscheinlich weniger glücklich machen als eine herzhafte Umarmung, das wird es auch nicht sein. Und gar nichts einzukaufen, das ist, denke ich, auch unrealistisch. Also irgendein schöner Mittelweg, da werden wir uns dann wahrscheinlich trendmäßig auch hinbewegen. Aber wo ist das Limit? Es gibt kein Limit. Jeder muss sich sein Limit selber setzen. Es gibt Leute, die flüchten nach Thailand, weil sie keinen Christbaum mehr sehen können. Und es sind andere, die sagen, da gehöre ich dazu. Ich kann mir Weihnachten ohne Schnee und ohne Christbaum nicht vorstellen. Also das muss jeder für sich. Ohne Schnee haben wir uns dran gewöhnt, aber ohne Christbaum mache ich es nicht. Da kann man irgendwo hinfahren, bauen wir es nicht, wo es wohl her ist. In der Sportreporter bist du oft am Berger. Also jeder soll es machen, wie er will. Ich hoffe, dass der Black Friday das bringt für den Handel, was sie wollen. Ich bin nicht dabei, weil es ist. Ich kann sagen, hast du denn schon was auf der Liste, was es irgendwie zu schaffen gibt? Ja, ich habe eine große Liste. Ich gehe nicht hin.
Vergiss nicht. Nein, es ist mir zu hektisch. Ich bin da, ich brauche das wirklich nicht. Ich gehe lieber zwei Tage später, zahle lieber ein bisschen mehr, wo sich dann die Verkäufer freuen, dass sie normalen Menschen wiedersehen, wo nicht, da wird er geschubst und das geht wild um. Und die Preisunterschiede sind, wenn man es im Schnitt nimmt, nicht so hoch, wie man das glaubt in der Werbung. Das ist nicht böse gemeint. Die Werbung übertreibt wie immer ein bisschen. Wie sehen Sie das, wenn Sie... Naja, es ist ja überhaupt so, wenn man jetzt sagt, das ist der Start vom Weihnachtsgeschäft, genau. So sehe ich das nicht, weil die erste und zweite Adventwochen, da spült es noch nicht ab und die Adventssamstage auch nicht. Das geht in der letzten Woche los und am 24. kaufen die Leute wie wild ein. Das muss man lassen. Aber da ist es halt... Das ist dann aber auch der Vorteil des Einzelhandels, denn am 24. kann man eben nicht mehr online vermutlich bestellen. Dann kommt eben nichts mehr an. Die Paketdienste sind überlastet. Man kann sich einen Gutschein ausdrucken lassen, wahrscheinlich noch in der letzten Sekunde online. Aber grundsätzlich am 24. wird sich es nicht mehr auszahlen. Aber da wird wie wild gekauft, Lebensmittel verallen. Natürlich. Es wird bestellt beim Merkur, Truthahn und Gänse und weiß ich was alles. Und das holt man sich, der sperrt auch schon früher auf am 24. Weil er einfach weiß, zum Mittag zumachen muss, weil bei uns gibt es solche Vorschriften. Aber du merkst, es gibt auch ein Lieblingsgeschäft. Den Merkur liegt. Nein, Nummer eins. Ich, ja, ich kann Ihnen vom Sexshop auch Menge erzählen, aber. Sie haben einen Sexshop? Nein, Uhr sind die offen. Ja, bis 9 Uhr heute. Wir haben einen Erotikshop. Oh. Und das ist ein bisschen was anderes wie ein Sexshop. Der ist mehr für Frauen. Die ja bekanntlich, wie Sie sagen, die besseren Shopper sind. Sozusagen in dem Sinne möchte ich das Gespräch abrunden. Wir wissen also, die Rabattschlacht, die geht jetzt los. Und teilweise kann sie sich auch richtig eben lohnen. Wer das im Auge behält, eben egal ob online oder dann doch eher, wie du, Edi, im Geschäft selbst. Und der dann eben gerne mal auch die Verkäuferin umarmt oder gerne mit ihr spricht. Ja, und nur reden, genau. Also es lohnt sich auf jeden Fall natürlich die Preise immer im Auge zu behalten. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie Ihr Schnäppchen finden und dass Sie ganz viel Spaß haben natürlich beim Einkaufen, egal ob dann eben online oder auch im Einzelhandel. Vielen lieben Dank für diese Runde und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Einkaufen.